Halt! Wer seid ihr? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Das sind meine Gefährten. Wir sind auf der Durchreise. Durchreisen könnt ihr. Ihr müsst nur vorher den Wegezoll bezahlen. Wir? Euch bezahlen? Der Hund muss an einem schlechten Knochen geknabbert haben. Wer ist es denn, der diese Straßenräuberei überhaupt zulässt? Prinz. Prinz wer? Prinz. Nichts weiter. Nur Prinz. Er ist unser Anführer. Bandenführer, meinst du wohl? Und dieser Prinz nichts weiter erwartet, dass wir ihm Geld geben, damit er uns durchlässt. Entweder das oder ihr dürft nicht durch. Andererseits ist Prinz ein Liebhaber des Humors. Ich bin sicher, dass er euch weiterziehen lässt, wenn ihr ihm ein paar lustige Geschichten erzählt. Er würde euch sogar als Ehrengäste empfangen. Nicht übel. Ein paar Witze und weiter geht's. Glaubst du, dass du ein paar lustige Geschichten kennst? Machst du Witze? Prinz wird sich vor Lachen auf den Boden rollen. Bringt uns zu diesem Prinz. Wir werden ihm beibringen, was Humor bedeutet. Hier lang. Mir ist langweilig. Langweilig. Ich muss etwas tun. Lasst uns etwas tun. Wir könnten auf der Straße Wagen jagen. Du könntest einen Stock werfen und ich hole ihn dir zurück. Nein, nein, heute ist es mir eher nach Jaulen. Ich habe schon lange nicht mehr richtig gejault. Also los, alle zusammen, wie wär's mit einem schönen Gruppenjaulen? Au! Prinz, im Hof sind... Wow, das war klasse. Aber jetzt ist mir wieder langweilig. Mein Prinz, da sind drei Reisende am Tor, die Durchreise verlangen. Sagtest du Reisende? Genau, sie sagen, sie sind auf dem Weg in die Wildnis. Nun, führe sie herein. Eintreten. Willkommen, willkommen, meine Freunde. Wen habe ich die Freude zu begrüßen? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Dies sind meine Gefährten. Leutnant Ea von der Wache des Waldkönigs. Und Feldwebel Ock vom Stamm der Keiler. Wir möchten gern in die Wildnis. Aber wir müssen bei allem Respekt eure Forderung nach einem Wegezoll ablehnen. Ich verstehe. Nun, meine Bedürfnisse sind gering. Und ein bisschen Unterhaltung ist mir ebenso viel wert wie Geld. Dann darf ich mir vielleicht erlauben, euch mit ein paar amüsanten Anekdoten zu unterhalten. Nun gut, du darfst fortfahren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieser Hund geht also mit einer Ente unter dem Arm in eine Kneipe. Kenn ich. Ich habe mit der Ente geredet. Der ist schon ziemlich alt. Du musst schon bessere Witze erzählen. Jetzt kommt ein wirklich guter. Es waren einmal drei Brüder namens Julian, Philipp und Kevin. Du beliebst zu scherzen. Das ist ein altes Märchen, das kenne ich. Ein Magier kommt zu einer Statue. Als erstes werde ich ein paar Tauben beseitigen. Ja, ja. Es scheint, als ob ihr weder den Zoll bezahlt noch mich amüsiert habt. Traurig, traurig. Was für eine Enttäuschung. Dann werden wir uns auf den Weg machen und euch nicht mehr behelligen. Im Gegenteil. Ihr werdet mich trotzdem unterhalten. Nur dieses Mal auf meine Art. Wache! Was? Bringt unsere Gäste in den Kerker, bis ich entschieden habe, was mit ihnen zu geschehen hat. Au! Was ist passiert? Offensichtlich hat Prinz der letzte Witz nicht ganz gefallen. Wo sind wir? Entweder in einem Kerker oder im schlechtesten Gasthaus der Welt. Die ist definitiv leer. Ich glaube, ich brauche den Schlüssel.
Hat mich jemand gerufen? Ist alles in Ordnung? Ich mag meine Gefangenen. Sie sind alle meine Freunde. Bitte lasst mich euer Freund sein. Soll ich euch etwas bringen? Wie wäre es mit etwas Essbarem? Bring uns Essen. Das kann ich. Ich kann euch Essen bringen. Ihr wartet und ich bringe euch gutes Essen. Hier ist es. Hier ist das Essen. Wird von uns erwartet, dass wir mit unseren Händen essen? Oh nein, nicht die Hände. Steckt einfach euer Gesicht ins Essen. Nein, das werde ich nicht tun. Entschuldige bitte, weißt du, was Prinz mit uns vorhat? Nein, tut mir leid, aber ich bin sicher, es ist etwas Lustiges. Prinz ist ein guter Herrscher. Guter Herrscher. Einen Löffel? Da habe ich von gehört. Ich glaube, wir haben ein Museum. Ich hole ihn, wartet. Hier, bitte. Ich glaube, das ist ein Löffel. Mögt ihr ihn? Ist es ein guter Löffel? Du liebst deine Arbeit, oder? Wir brauchen nichts weiter. Du kannst jetzt gehen. Was ist los? Mögt ihr mich nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, nein, wir mögen dich. Du warst ein guter Wärter. Guter Wärter. Danke, danke. Wir sehen uns dann also später, ja? Dieser Stein scheint locker zu sein. Wenn ich nur etwas hätte, womit ich ihn freigraben könnte. Ist das Essen? Das ist Geschmackssache. Ich fühle mich seltsam gestärkt, aber bäh, was für ein Geschmack. Ich versuche es. Hey, es klappt! Der Mörtel löst sich. Ruck! Hau! Ruck! Das war's. Endlich! Kannst du dahinter etwas sehen? Sieht nach einem Gang aus. Wo er hinführt, kann ich nur raten. Zumindest führt er nach draußen. Auf geht's! Der Tunnel ist zu eng für mich. Und wahrscheinlich auch zu eng für... Es scheint, dass ich der Einzige bin, der durch diese Öffnung passt. Nun gut. Jedoch mag ich es gar nicht, dich dort allein herauszulassen. Ich komme so schnell wie möglich zurück, um euch zu befreien. Bringt euch in der Zwischenzeit bitte nicht um. Ich schätze, jetzt können wir nur noch warten. Endlich frei. Oh-oh. Da ist nichts Besonderes dran.
Dieser Sturm hat sich ziemlich schnell zusammengebraut. Und es scheint sogar ein recht übler zu sein. Wenn die Sturmkugel in den Händen seiner rechtmäßigen Besitzer gewesen wäre, hätten wir den voraussagen können. Ein Stück Feuerstein. Da ist nichts Besonderes dran. Ein geschnittener Steinblock und gute Arbeit noch dazu. Das ist zu schwer zum Hochheben. Vielleicht kann ich hier Proviant und Unterkunft bekommen. Halt! Bleib stehen, wo du bist! Das sollte mir nicht schwerfallen. Wo sollte ich sonst stehen als da, wo ich bin? Deine schlauen Antworten können mich nicht beeindrucken. Ich erkläre dich hiermit zu meinem Gefangenen.
Es wurde auch Zeit. Was? Komm, komm. Ich bin dein Gefangener. Sperr mich ein. Sperr mich in eine Hütte. Es wird schon spät. Nun, worauf wartest du noch? Meine Zelle wartet. Nebenbei, was gibt's zum Abendessen? Halt! Bleib stehen, wo du bist! Schon wieder diese Formulierung. Bereite dich darauf vor, die Anführerin zu treffen. Verneige dich vor Brauer. Ich fühle mich geehrt, vor euch stehen zu dürfen. Wer bist du? Ich bin Riff vom Stamm der Füchse. Zu euren Diensten. Ich habe weder dich noch deine Stammesbrüder zuvor in diesen Gegenden getroffen. Mein Dorf liegt weit im Süden. Und was führt dich hierher? Ich bin auf der Suche nach einem Gegenstand, der kürzlich gestohlen wurde. Ich glaube, dass er von einem Waschbären gestohlen wurde, der nördlich von hier lebt. Und was für ein Gegenstand war es, der gestohlen wurde? Eine wundersame Kugel, bekannt als die Sturmkugel. Sie sagt das Wetter und die Jahreszeiten voraus. So ein Gegenstand wäre in der Tat sehr wertvoll. Nun gut, du darfst unser Dorf passieren. Möge der Friede mit dir sein. Mein Diener wird sich um dich kümmern. Wenn du nun bitte entschuldigst, ich werde woanders gebraucht. Folge mir. Ich zeige dir, wo du heute Nacht schlafen kannst. Deine Anführerin sieht sehr traurig aus. Sie macht sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer Tochter Mir. Was stimmt nicht mit ihr? Mirb war auf einem Jagdzug in den Bergen, als ein plötzlicher Sturm sie von den Füßen riss und abstürzen ließ. Ist sie schwer verletzt? Ihre Wunden waren nicht schlimm, aber die Jagdgruppe brauchte 3 Tage, um zum Dorf zurückzukehren. In dieser Zeit hatten sich die Wunden infiziert. Wie geht es ihr jetzt? Sie ist schwach und nicht im Delirium. Sie hält wahrscheinlich nicht mehr lange durch. Arme Prova. Mirb ist ihre einzige Tochter und die Hoffnung für unseren Stamm. Ich bin sehr dankbar für eure großzügige Gastfreundschaft.